alles ist sein Teil. Die Zeit läuft, ewig schallt, wartet auf niemand. Ich kämpfe mit meiner Malerei für Menschheit. Also die Zeit läuft, Zeit wartet auf niemand. Eine kleine Embryo eines Tages wird ganz alt und eines Tages auch Wiedersehen. Und das alles. Was ist das Kunst? Und null als Kunst, das ist falsch. Das ist falsch. Kunst ist göttlich. Künstler muss ein Teil von Gott sein. Papier, Leinwand, Farbe, die haben keine Seele. Der Künstler muss und sein Herz, sein Blut etwas an Leinwand und Papier schenken und geben. Der Gott hat mir Kulturalismus geschenkt und ich versuche es mit meiner Malerei etwas. Also, wenn wir alle zusammen sind, egal woher wir kommen, welche Hautfarbe und Nation haben, das ist die Wichtigste. Und das ist die Schande. Ich immer mal und nicht in verschiedene Zeit. Einige sagen von morgen früh, die fängt an, Brüderlichkeit und Toleranz. Damals beworfen Abstraktion. Viele Künstler, die haben nun die Modell, wie die aussehen, die haben nach Leinwand präsentiert. Aber ich möchte sagen, also Kunst keine Kategorie hat. Kunst ist reine Gefühl. Reine Gefühl ohne Kategorie. Was von Herz kommt, was von Seele kommt, ist Kunst. Also, vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Andere Leute sein, weil Zeit einzige Demokratie ist. Wirklich einzige Demokratie ist. Egal, wenn wir schwarz, rot, gelb, grün, welche Farbe haben. Davut Rustay hat mich gebeten, an dieser Stelle im Rampenlicht zu stehen. Aber es ist nicht selbstverständlich, dann die anderen nicht zu vergessen, die weniger Glück oder sogar Pech haben. Davut hat es bisher immer so gehalten, dass er bei jeder... Sehr geehrter Herr Rustay, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sicherlich der prosaische Teil des Landes. Wenn man aus Realität und zu der Bereitschaft zu spenden, fällt dann natürlich sehr viel dazu ein. Und das, was Sie gesagt haben, war ja auch die Aufforderung, für die Mitmenschen mitzudenken und solidarisch zu sein. Das verstehe ich sehr gut. Das ist in vielen Bildern, die wir in der Geschichte kennen, zum Ausbach und Lesbach. Das UKE bekommt 100.000 Mark geschenkt von dem Sponsor. Was damit geschieht, das sollte uns nicht nur aus dem UKE hinterlassen. Vielen Dank nochmal, Herr Frau. Meine Damen und Herren, 100.000 Mark für Öltchen, wir lesen den Tag aus dem UKE. Dieser
ist mal eine positive Angelegenheit. 100.000 Mark sind zwar viel Geld, und es soll zweckgebunden nur für die Kinder genommen werden. Sie wissen ja selbst, dass wir noch viele Kinder haben, kleine Kinder, 4, 5 Jahre alt, reißen sich von der Hand der Mutter, der Oma, des Vaters los, laufen auf die Straße, werden im Auto überrollt. Diese Kinder kommen in die Unfallchirurgie, nicht nur in Eppendorf, auch in andere Häuser. Und das große Problem häufig ist, dass durch so eine Überrolltrauma die Wachstumsfugen geschädigt werden. Die Beine wachsen nicht in die Länge, die Arme ebenfalls nicht. Es gibt X-Beine und O-Beine. Und das muss man nun behandeln. Es gibt Wachstumsstörungen bis zu 20 cm. Das ist so ein kleiner Junge. Sein Modell hinter uns sehen wir das Gemälde. Was hat er denn besonders gut getroffen? Also ich finde, ich habe ja auch ein Gemälde bereits von ihm gekriegt. Das hängt bei mir im Wohnzimmer. Das ist noch gar nicht richtig trocken. Ich finde, dass er das Gesicht, vor allen Dingen die Augen und die Lippen, also das ist das, was ich sofort erkenne. Also ich erkenne mich mehr, als wenn ich jetzt in den Spiegel gucken würde. Das ist ganz erstaunlich, wie man halt also zwischen der Farbe einfach auch den Mensch, die Ausstrahlung erkennen kann. Sie sind also sehr zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Frau Rostein, wie lange haben Sie denn gebraucht, um dieses Gemälde? Also ich habe das Bild ganz live von Frau Dolly Buster gemalt. Ich denke, Dolly ist ein wunderschöne Venus in unserer Zeit. Sie hat Herz, sie hat Gefühl und ich freue mich für ihre Freundschaft mit Dolly. Wirklich, ich muss von Tiefe vom Herz sagen. Hat sie Ihnen ein Modell gestanden oder haben Sie das sicher, auch sicher, also vor ein paar Monaten, der liebe Dolly als Modell hat gestanden und ich habe live mit Dolly gemalt. Also, ja, wir haben uns auf einem Bauernhof getroffen, wo er also sowieso malt und für das eine Bild habe ich also Modell gestanden, aber ich muss sagen, er hat schon mehrere Bilder von mir gemalt, wo ich also nicht Modell gestanden habe und die hat er also genauso gut getroffen, erstaunlicherweise. Also ich war schockiert fast, dass er das so, dass er die Person so getroffen hat, ja. Oder finden Sie nicht? Doch, ne? Das sieht man sofort, gell? Das sieht man, ja. Ja. Sie haben 100.000 Mark bekommen für das UKE, für was würden die Summe verwenden? Das ist zweckgebunden für die Kinder, die bei uns liegen, die Unfallkinder. Und es ist so, dass bei Überrolltraum häufig die Wachstumsfugen der Kinder so zerstört, dass die Beine nicht mehr weiter wachsen. Es gibt O-Beine oder X-Beine, oder sind genau das Gleiche. Es gibt die Möglichkeit, diese Fehlstellung durch eine operative Methode zu korrigieren, die sogenannte Kallusdistraktion heißt das von Lieslauf. Nur ist es so, dass so ein Sieb zum Beispiel 50.000 bis 60.000 Mark kostet. Aber man kann jetzt von diesem Geld gerade zwei Siebe kaufen, eins für die Unterextremitäten.
für die Umweltmedizin, da sind wir eigentlich ausgerüstet, jetzt diese schweren Schäden dieser Unfälle zu behandeln. Und dafür das Geld auch genommen. Danke. Herr Professor Dr. Fleming, wir stehen vor einem Gemälde von Davout. Können Sie uns das mal beschreiben? Welche Kunstrichtung ist das und was sehen wir da? Ja, Davout hat ja, obwohl die Bilder auf den ersten Blick abstrakt wirken, durchaus gegenständliche Motive, also in seinem sogenannten Kryptorealismus. Und hier haben Sie nun ein sehr interessantes Bild, weil es ein Nietzsche-Bild ist, der große Philosoph Nietzsche, den Sie doch also sehen. Und,